Hallo, herzlich willkommen. In diesem Videotutorial soll der One-Dialog von GNOME 3 im Mittelpunkt stehen. Sowie zeitgleich die Tasten Alt und F2 gedrückt werden, erscheint der One-Dialog. Der Zweck des One-Dialogs besteht in der Ausführung von Kommandos, die manuell vom Benutzer eingegeben werden. Der One-Dialog kann an eine andere Tastenkombination gebunden werden unter Systemeinstellungen, Tastatur, Tastaturkürzel, System, den Befehl ausführen, Dialog. Kann man dies bewerkstelligen? Die Funktionen des One-Dialogs werden in der Datei User Share Gnome-Shell JS UI OneDialog.js in der Programmiersprache JavaScript definiert. Um die Datei zu modifizieren, führt man folgenden Befehl aus. Ich öffne ein Terminal und gebe ein SU Leerzeichen minus C. So wird der Befehl mit Adminrechten ausgeführt. Leerzeichen in Anführungszeichen. Jetzt kommt der Befehl. Nano, das ist der Texteditor, um die Datei zu modifizieren. Und jetzt ziehe ich einfach die Datei ins Terminal. Okay, und Enter. Passwort eingeben. Und dann kann es losgehen. So ist es realisierbar, den Begrüßungstext zu ändern oder die internen Kommandos zu editieren. Hier sind zum Beispiel die internen Kommandos. Und hier ist der Begrüßungstext. So kann ich den zum Beispiel abändern in Kommando-Eingabe. Die Abänderung speichern mit STRG O und den Texteditor beenden mit STRG X. Die Abänderungen werden durch einen GNOME-Shell-Neustart wirksam. Alt F2 und R. Und so hat sich der Begrüßungstext verändert in Kommandoeingabe. Das Erscheinungsbild des One-Dialogs wird in der Datei User Share Gnome-Shell Theme Gnome-Shell.css festgelegt. So ist es ebenso in dieser Datei möglich, die Werte für das Aussehen des One-Dialogs zu bearbeiten. Ich öffne ein Terminal und gebe hier wieder ein SU-C, dann in Anführungszeichen Nano für den Texteditor und jetzt ziehe ich einfach wieder die Datei ins Terminal. Okay. Und Enter Passwort eingeben. In der Sektion One-Dialog ist man nunmehr in der Lage, die Schriftfarbe, die Schriftgröße etc. zu verändern. Die Suche ist möglich mit F6 und jetzt suche ich einfach nach Run-Dialog. Und da bin ich dann auch schon. So, jetzt kann ich zum Beispiel hier die Textfarbe ändern, zum Beispiel in Blue, Abänderung speichern, STRG O und Neustart. Durch Lightbox Background-Color ist es machbar, die Hintergrundfarbe zu bestimmen. In ganz schwarz oder auch transparent. Zum Beispiel 1.0 für ganz schwarz.
oder 0.0 für transparent. Okay. Um die Hintergrundfarbe des One-Dialogs selbst festzusetzen, ist der neue Eintrag Background-Color notwendig unter Punkt One-Dialog. An dieser Stelle kommt nun hinzu Background-Color, Doppelpunkt und jetzt die Farbe. Zum Beispiel Rot. Red, Semikolon. Abänderung speichern. Steuerung O und Neustart. Okay, ciao.